Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ich möchte natürlich zuerst sagen, es wird auf jeden Fall erstmal keinen Stream geben. Wahrscheinlich gibt es den nächsten Stream in 3,5 Wochen oder so, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Denn ich bin ab Sonntag im Urlaub, Leute. Ihr wisst ja sowieso alle schon Bescheid. Und es wird auf jeden Fall geile Videos geben, geil was vorproduziert. Aber auch so aus dem Urlaub gibt es natürlich auch viele Videos. Ich will vielleicht auch was vloggen. Es gibt das 4000 Abonnenten Special Video zu FIFA 23 Mobile, möchte ich auch machen. Und es gibt auch so nochmal das eine oder andere Event-Video-Pack-Opening, alles mögliche. Ich habe aufgeladen auch. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was öffnen können. Sehr, sehr geil, Leute. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Da ist auf jeden Fall content-technisch für euch gesorgt. Jawohl. So, wir gehen erstmal noch schnell rein hier ins Event. Ich möchte mich noch schnell hier spielen. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber sonst vergesse ich das wieder komplett. Ich habe morgen komplett alles voll geplant. Und ja, also wir können mal direkt hier reinstarten. Let's go. Und dann möchte ich mich noch etwas sagen, auch so, was mir noch so eingefallen ist, weil ich auch wieder sehr viele Kommentare gelesen habe, yo, mein Account ist weg oder ich bekomme komische Werbung oder sowas in der Richtung oder wie kann ich meinen Account verknüpfen, was auch immer. Und da möchte ich natürlich nochmal sprechen, vielleicht jetzt ist es halt für den einen oder anderen jetzt ein bisschen blöd, weil vielleicht dieses Video ein wenig zu spät kommt, das kann natürlich sein. Weil wenn man dieses Video schaut, hat man höchstwahrscheinlich vielleicht schon sogar einen Account erstellt. Aber vielleicht kann ja dieses Video trotzdem ein paar Leuten helfen, ja, um sich super auf FIFA Mobile vorzubereiten, wenn sie eben nochmal mit FIFA Mobile, ich weiß nicht, durchstarten wollen oder wenn sie mit FIFA Mobile anfangen wollen, was auch immer. Da kann das vielleicht nochmal helfen. Genau. So, jetzt aber gehen wir noch schnell hier rein. Ich wollte mich noch kurz sagen, ich habe gestern, by the way, noch Bayern gegen Frankfurt geguckt. Heilige, was war da denn bitte los? Was war da denn bitte los, Alter? Bayern ja komplett in Prime-Modus gewesen und Frankfurt weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es mit Frankfurt noch ein bisschen besser wird, weil Mittwoch ist ja UEFA Supercup gegen Real Madrid, Alter. Real Madrid, stellt euch das vor, Alter. Absolut heftig. Und dann auch noch Champions League und da kriegt, glaube ich, da ist ja auch sogar Frankfurt, glaube ich, mit einem der besten Lostöpfe. Also das ist ja geisteskrank, was da los ist. Also ja, und dafür hat Bayern absolut krass gespielt, muss man ehrlich mal sagen. Absolut krass, was da los war. Also Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lange nicht mehr so ein Spiel gesehen. Also so krasse Dominanz auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Gut, zweite Halbzeit war da ein bisschen anders, aber egal. Sehr, sehr wild trotzdem. Okay, gut. Zack, haben wir jetzt hier fast geschafft. Jawohl, ich mache jetzt hier noch schnell das letzte Spiel. Und dann zeige ich euch mal genau, wie das so abläuft, wenn man eben ja, sich halt einen neuen Account erstellen möchte oder generell mit FIFA Mobile anfangen möchte. Und dafür werde ich jetzt erstmal FIFA Mobile deinstallieren. Ja, ihr habt richtig gehört, deinstallieren, Leute. Und wir sehen uns, ja, wenn dann alles von vorn losgeht. Also Leute, ihr seht, ich habe das deinstalliert und das heißt, jetzt werde ich natürlich wieder neu installieren und da kann ich euch mal so zeigen, was es da für eine Schrittfolge ist, was man da auch beachten muss, wenn man einen Account einstellt. Denn da kann man sehr viel falsch machen und im Endeffekt auch sehr, sehr viel eben auch nicht können in-game, wenn man etwas Falsches angeklickt hat, im ja, Vor-Tutorial eigentlich schon. Okay Leute, es ist runtergeladen, das heißt, jetzt kann ich auch reinstarten, wahrscheinlich jetzt auch gleich mit dem bodenlos lauten Intro, aber let's go. Okay, wir haben den Ladebildschirm, also let's go und jetzt wird's ganz, ganz wichtig. Zum Spielen bitte Geburtsmonat und Geburtsjahr eingeben. Und Leute, wichtig und richtig, ihr müsst euch über 18 machen. Ihr müsst euch über 18 machen, weil macht ihr euch nicht über 18. Dazu habe ich ja schon viele Videos gemacht, ich glaube 2 Stück, dann kann es sein, dass ihr euren Account verliert. Wenn, dann könnt ihr nicht auf anderen Geräten spielen und auch wenn ihr ein neues Handy habt oder irgendwas, dann ist das nicht möglich. Deswegen, ja, Leute, wirklich, ich lege es euch ans Herz. Unbedingt, unbedingt müsst ihr euch über 18 machen, weil alles andere, ja, ist dann auch sehr schade. Ich glaube, ihr könnt dann zum Beispiel auch nicht in Liga-Chat oder so schreiben. Komisch gemacht von EA, aber sehr, sehr blöd, weil ja, insgesamt kann man dann eben auch, wie schon gesagt, seinen Account verlieren, wenn man sich eben auch nicht, man kann sich halt nicht verknüpfen mit anderen Geräten, mit Google Play und so. Das geht halt alles nur, wenn man sich als über 18 ausgegeben hat. Also ganz komische Regelung, aber ist halt leider so. Da kann man leider auch nichts ändern. Genau, also März 2003 gebe ich jetzt einfach mal an. Und jetzt
Bereitstellung gezielter Werbung durch Drittanbieter. Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um dir persönliche Ingame-Werbung zu präsentieren. Da klare Sache, Leute, ihr wollt euch nicht von Werbung nerven lassen, auch wenn die vielleicht ganz interessant sein sollte oder was auch immer, aber Werbung ist in den meisten Fällen nicht so geil. Denke ich mal, sehen die meisten Leute auch so und deswegen auf jeden Fall das auch deaktivieren. Genau, so sieht's aus. Wir können nochmal den Download bestätigen. Genau, da wird jetzt nochmal mehr Zeug runtergeladen. Dauert nicht lang und das ist halt so dieses normale Runterladen. Und wir können gleich mal schauen, jetzt wird mir wahrscheinlich gleich vorgeschlagen, weil ich ja eben schon einen Account habe, weil ich mich mit Google Play verbunden habe, also bei iPhone ist das, glaube ich, mit Game Center oder so heißt das. Dadurch wurde eben mein Spielstand gespeichert, ich bin über 18 ausgegeben und somit kann ich dann auch zu meinem Account zurück. Genau, das müsste jetzt hier gleich durch sein und dann kann ich euch das Ganze nochmal zeigen. Ich habe auch nochmal, wer es genauer wissen möchte, nochmal ein paar Videos auch dazu gemacht. Könnt ihr euch einfach gerne mal anschauen. Ich probiere es mal oben zu verlinken in der Infokarte, wenn ich es nicht hingemacht habe. Müsst ihr einfach mal schauen, so verliert ihr euren Account nicht in FIFA Mobile oder so oder mit zwei Geräten gleichzeitig in FIFA Mobile spielen. So habe ich die, glaube ich, damals genannt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Genau, so sieht's aus. Und ja, jetzt ist es soweit, ich kann mich mit Play-Spiele auch verbinden. Und das mache ich jetzt auch am besten einfach mal zack, zack, zack. Wenn jetzt irgendwelche privaten Informationen kommen, dann, kommen jetzt nicht. Okay, ihr seht, perfekt, meine Rücksetzung, Google Play. Ihr seht, hier ist mein Team, hier ist mein 117er. Und genau, Gastkonto überschreiben, auf jeden Fall. Und das heißt, wir gehen wieder rein in mein 117er Team. So einfach geht's, wenn man sich eben verbunden hat und wenn man sich eben als über 18 ausgegeben hat. Tja, das ist halt leider, es ist halt leider so mit den ganzen Videospielfirmen, was auch immer. Man muss halt gefühlt überall über 18 sein. Naja, egal. Das soll es gewesen sein, Leute. Das soll es gewesen sein vom Video. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten, wenn ihr euch registriert in FIFA Mobile, wenn ihr reingeht in FIFA Mobile. Und ihr solltet euch auch, das wurde jetzt bei mir natürlich nicht nochmal verlangt, ihr solltet euch auch, wenn ihr einen neuen Account erstellt, sucht euch einen anständigen Namen, denn den Namen könnt ihr mehr ändern. Wenn ihr FIFA Mobile 5 Jahre spielt, dann bleibt ihr 5 Jahre dieser Name. Ihr könnt ihn nicht mehr bearbeiten, nicht mehr ändern, nichts machen. Leute, sucht euch einen guten Namen und ja, dann läuft der Hase. Dann läuft der Hase richtig doll. Und das heißt, Leute, wir sehen uns mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal und tschüss.